So, grüß euch, meine YouTube-Freunde. Wie versprochen, heute gibt es die große Roomtour über Frank, Ableitung Frankenstein. Das erkläre ich nachher noch, warum Frankenstein. Oh yeah. Mein Fahrzeug ist ein Sprinter 312, Allrad, 4x4 natürlich, Allrad ist 4x4. Vom Baujahr 96, 97 in der Richtung. Es war ein normaler Kostenwagen. Jetzt, wie ihr im Hintergrund seht, so das, ist es mein Letterman. Ich sage mal so, mein Camping-Letterman. Für mich war es wichtig, überall hinzukommen. Ich bin mit einem Buch G damals durch die Gegend gefahren, mit einem Dachzelt drauf. Was. Natürlich, man wird ein bisschen älter. Was macht man? Sich was Bequemes bauen. Deswegen den Bus. In der Corona-Zeiten habe ich halt ein bisschen herumgeschaut, ist schon interessant. Und zufällig ist der am Straßenrand gestanden. Was? Der war einfach ein bisschen höher. Haben gedacht, der Bus ist ein 4x4. Also zugefahren, gekauft. Sehr günstig. Was er aber ausgestellt hat, war das ein komplettes Frack. Eventuell, dass wir ein paar Fotos mit einblenden oder vielleicht schaut es auf meine alten Videos zurück. Da habe ich so viel Blech ausgearbeitet, besser gesagt, wir waren zu zweit, was wir das ausgearbeitet haben. Wir haben eine Speziallackierung gemacht und hin und her. Aber wie gesagt, fangen wir vorne an beim Fahrzeug, schauen wir von vorne nach hinten durch, was wir alles gemacht haben. Also kommt mal mit. Wie gesagt, Mercedes Sprinter 4x4, umgebaut Allroad-Technik von der Firma Obereigner. Das sagt, ja, ist eine geile Allroad-Technik, aber ich habe keine Untersetzung. Also 122 PS bergauf oder im Gelände kann ein bisschen mühsam sein. Wenn ihr eine kleine Gruppe hätte zum Schalten, das wären 122 ausreichend. Wäre super. Hat er nicht. Also es ist ein bisschen ein Gemirks, sagen wir so. Lackiert Raptor. Habt ihr sicher schon gehört, gibt es tausende Videos im Netz. Sehr fein aufgesprüht. Ob ich das nochmal machen wird, gibt es ein eigenes Video dazu. Kommt auch noch. In Grau Raptor von der gleiche Lack, was mein Buch G hat. Könnt ihr auch auf meine Videos schauen, ich habe ein Buch G, was ich auch herricht wieder und eventuell verkaufen wir. Nicht nur eventuell, sondern sicher. Plus ein Schnorchel. Schnorchel deswegen, der hat vorne die Luftansaugung gehabt. Jetzt habe ich mit dem ganzen Schmutz, wenn einer vor mir gefahren ist, den Staub durch den da reingezogen und mein Filter verstopft. Deswegen Schnorchel natürlich vorher nicht in so tiefe Wassergebiete. Sauge die Luft von oben an. Ist schon mal viel besser mit einem Staubabscheider. Zyklon nennt man sowas auch. Hat mir ein Freund von mir geschweißt. Das ist 90 mm Durchmesser Alurohr mit Knie und das Ganze. Hat er wirklich gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Danke nochmal an dich. Der weiß Bescheid. Was habe ich noch gemacht? Ich habe 16 Zoll Alufilm aufgemacht. Bin ich noch ein bisschen höher. Mit einer Alterrand-Bereifung. Ja, auf der Autobahn, wenn man fährt, das Auto ist ja nicht ausgelegt für die Autobahn. Ist halt ein bisschen lauter. Das muss man in Kauf nehmen. Aber dafür bei Geröll und das Ganze sehr griffig, Schlamm sehr griffig, Sand wieder ein bisschen Nachteil, weil wenn griffig ist und du fährst in ein Sandgebiet, grabt man sich halt gerne ein, schaufelt man sich ein. Für das Reifendruck ablassen gibt es ein eigenes Video. Habe ich auch ein super Gerät vorgestellt. Schaut in meine anderen Videos. Vielleicht mache ich da oben eine Verlinkung rein. So, gehen wir weiter. Schnorcheln, Reifen, Gummileisten. Unbedingt eine Gummileisten machen, weil sonst kriegst du keine Typisierung. Das muss abdeckt sein. So, und dann Meier Stefan nochmal ein großes Dankeschön. Das ist mein Zivilgutachter. Der hat mir das Fahrzeug eigentlich ermöglicht, mit den ganzen Raffinessen, was ich da gemacht habe. Ich habe das Dach aufgeschnitten. Ich habe hinten Liegefläche verbreitet, aber da schauen wir gerne mal zurück zur Liegefläche. Bin 1,95 groß, deswegen an und der große ATG 1,95 Größe. Ich habe links, rechts einen Bocken aufgeschweißt. Das ist einmal auf der einen Seite die Bocken. Da sind meine Füße drin. So ein 10 cm was da auftragen. 50 Breite. Und jetzt machen wir da nicht nur das und, sondern da. Wir müssen natürlich die Schiene kürzen, sonst hätte die Tür ja drüber fahren. Geht ja nicht mehr durch die Bocken. Also ich habe die Schiene gekürzt und habe einen Keil eingebaut, weil ich
da eine Scheibe eingebaut habe mit Isolierung. Und das tragt halt sehr auf. Deswegen beim Türen aufmachen ist es ein bisschen schwieriger. Und sie geht nur bis daher, die Tür. Das ist mir wichtig. Innen drin habe ich einen kleinen Magneten gemacht, dass die Tür mir nicht zurollt, weil normalerweise hinten ein Stopper drin. Sonst alles ein Raffinessen. Aber wenn ihr genaue Sachen noch wissen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich schreibe euch zurück. So, die Backen 1. Ja, warte mal, wie war das? Wir haben eine Breite von 2,10 Meter. Und dort 2,10 Meter. Ihr dürft die 2,10 Meter nicht überschreiten. Sobald ihr 2,10 Meter überschreitet, braucht ihr Begrenzungslichter. Deswegen ist es gerade ausgegangen mit 2,10 Meter und ich war safe. Drinnen habe ich eine Liegefläche von 2,05 Meter plus Isolierung. Natürlich ist es ja um 5 cm dann kleiner geworden. Das schauen wir uns drinnen sicher noch einmal an. Das auf jeden Fall. Und da oben ist mein Prachtstück, mein Aufstelldach. Das Aufstelldach habe ich von einem alten Ford Transit Nugget. Das habe ich zuerst gekauft gehabt, bevor ich das Fahrzeug gekauft habe. So Spinner wie ich bin, da habe ich gedacht, wow, das war so günstig, das habe ich müssen kaufen. Kann ich auf einen Anhänger oder überall aufbauen. Und dann ist mir der reingesprungen und das Dach passt auf, ist so perfekt. Für dieses Fahrzeug gibt es kein Aufstelldach, deswegen. Die Besierung, Zivilgutachter, der hat mir auch gesagt, wie das zu verbauen ist, mit was für Material ich einen Aussteifrahmen bauen muss, weil ich brauche ja Stabilität. Dadurch, dass ich das, ja, das Dach aufschneide, die Streben drin, hat mir die Stabilität nicht mehr. Er hat mir alles genau erklärt. Perfekt. Wenn die Sonne so richtig runterhat, das Auto ist ja dunkel, ist es drinnen gar nicht warm. Weil ich kann da links, rechts und hinten aufmachen, steigt die Wärme nach oben. Die Luft geht durch und nimmt mir die Wärme mit raus. Und mit zwei kleinen Ventilatoren drinnen habe ich noch extra ein bisschen Luft in der Nacht, wenn es zu heiß wird. Markisen. 2,50 Meter, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ich glaube 2,50 Meter und 2 Meter hat sie Auslegegeschichte. Das ist eine Sackmarkise. Mit der Befestigung von einem D3, weil ich ja das Aufstelldach hier oben habe. Jetzt habe ich nichts irgendwas fixieren können ans Dach selber, aber ich habe da die Regenrinne, ich glaube so heißt das, Regenrinne, wo ich das montieren habe können. Natürlich mit ein paar Abänderungen, habe ich aber ein eigenes Video gemacht, müsst ihr einfach nur ein bisschen zurückschauen bei meinen Videos, da zeige ich das her, wie das funktioniert. Markise ist eine Sackmarkise, schon habe ich genannt, von der Firma Gordigear. Ich finde, das Material von Gordigear, ich habe schon eine Dachzelt gehabt von Gordigear, total begeistert. Also das Material selber, nicht so Plastikkack, was, also sagen wir gleich gar nichts. Und wie gesagt, dieses Teil, perfekt. Besonderheit von meinem Hubdach ist, ich habe eine fette LED-Bar aufgebaut, gibt super geiles Licht hier. Und ich habe ein Haushaltspanel, Photovoltaik, oben drauf gebaut. Die Elektrik zeige ich euch dann hinten, aber das gibt wirklich so viel Software, dass meine Batterie immer sehr oft auf 100% aufgeladen ist. Ohne dass ich jetzt zum Beispiel einen Ladebooster dazuschalten brauche. Ladebooster kennt ihr sicher auch. Aber wie gesagt, das Strom machen wir dann hinten, schauen wir uns das hinten noch genauer an. Das ist jetzt einmal mein Fahrzeug vom Außenbereich. Wir schauen jetzt einmal rein. Und wenn wir drinnen fertig sind, werden wir das Fahrzeug drehen und dann zeige ich euch von hinten noch was. So, meine Freunde, jetzt nehme ich euch mit ins Auto. Wir werden auch gleich die Sessel drehen, dass wir es ein bisschen gemütlicher drinnen haben. Kommt einfach mit. So, grüß euch im Innenbereich. Meine kleine Berghütte. Für mich war es gleich von Anfang an, ich brauche nichts weiß, steriles oder Sauna-Feeling mit den Brettern oder was, was manche ausbauen oder was. Für mich kommt nur zwei Möglichkeiten, also zwei Sachen in Frage. Das ist einmal mein Fichtenholz, das helle, was ich noch ein bisschen weiß gebeizt habe und das dunkle braune habe ich in einem Baumarkt gekauft, ich glaube das nennt sich Ahorn. Oder irgendwie so,
seid mir nicht böse, wenn es vielleicht nicht so ist. Oder sonst schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Und es hat mir einfach gut gefallen, die Kombi zwischen Holz, helles Holz und das dunkle Holz. Und wie gesagt, ich wollte einfach eine urige Atmosphäre darin erschaffen. Wie in einer Berghütte. In einer Berghütte fühlt man sich auch wohl. Und nicht nur in seinen Overall. Ist mir gerade so eingefallen. Macht nichts. Machen wir weiter. Doch, Himmel. Toll, sehr günstig. Das sind 10 Quadratmeter auf Amazon geschossen. Vielleicht finde ich die Verlinkung noch, dann kann ich die unten dazu einschmeißen. Schaut total edel aus, war aber günstig. War sehr günstig. Dazu mal, glaube ich, um die 70 Euro die 10 Quadratmeter. Und wie ihr seht, habe ich sehr viel von dem verwendet. Vorne und auch mein Hubbett, was ich da habe. Habe ich dort jetzt auch alles bespannt, weil es ist einfach, ja, schaut ein bisschen stylischer aus, die ganze Geschichte. Und die Seitenwände, vielleicht seht ihr schon irgendwie so, habe ich einfach keinen Filz genommen, sondern einen Messeteppich. Sehr strapazfähig. Der Vorteil gegenüber dem Filz, und wenn man einen günstigen Filz hernimmt oder was, das reibt sich dann auf, kriegt Fuseln, schaut einfach nur grauenhaft aus. Das ist super strapazfähig. Wenn meine Haare dort bicken bleiben oder was, gehen wir mit einem Roller drüber und das ist weg, das ist sauber, das ist leicht ab. Zum Absaugen genauso. Was habe ich im vorderen Bereich? Wie gesagt, meine Sitz, die habt ihr schon gesehen, geil gefilmt. Danke noch an die Firma Filmworks, die was mir das eigentlich ermöglichen, so ein professionell aufgezeichnetes Video. Oben habe ich eine Oberschränke gemacht, klar, fein. Vielleicht kann ich es euch mal so sagen. Ist nichts Besonderes. Da habe ich noch ein bisschen Geschirr drin. Genau, ihr werdet euch fragen, warum ist die Hütte eigentlich leer? Ja, es ist immer noch Winter. Es kommt der Frühling. Und über den Winter räume ich immer die ganze Hütte aus. Weil Feuchtigkeit entsteht und das Ganze. Und es lässt sich auch leichter reinigen dann im Frühling, wenn alles draußen ist. Und man bockt einfach viel zu viel ein. Und das, was ich da rausgeräumt habe, oder was, ich glaube, 2/3 kommen wieder zurück rein und das Rest, das brauche ich nicht. Das habe ich einfach mitgenommen gehabt. Und deswegen auch, alle machen Staumöglichkeiten, dort was und da was. Es wird nur Ramsch reingeräumt in die ganzen Geschichten. Denkt einfach drüber nach, was nehme ich mit und was für eine Staufläche brauche ich. Oder Box oder sonst was, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, natürlich mehr für Textilien oder was. Ich will auch zu zweit unterwegs sein, hoffentlich. Und deswegen Staumöglichkeiten oben, Staumöglichkeiten unten, Staumöglichkeit auf der Seite, Spüle. Ja, Spüle. Innen drin Wasser. Ganz praktisch. Oder auch nicht. Das zeige ich euch noch im zweiten Video, weil es kommt ein zweites Video auch noch. Die Nachteile, was ich nie mehr machen wird. Auf keinen Fall. Aber wie gesagt, das ist das zweite Video. Seid gespannt, das kommt demnächst da wieder raus, wird auch von der Firma Filmworks aufgenommen. Also seid gespannt, bleibt dran. Derzeit ist das Fahrzeug nur für 2 Personen ausgelegt. Deswegen die 2 Sitze da. Das sind eingetragene Sitze. Aber ich kann wahlweise, wenn ich da eine Sitzbank wieder zurück reinbaue, mit 3 Personen fahren. Das habe ich in der Typisierung drin. Taugt mir voll. Da habe ich einen 3. Sitzplatz, der ist nicht zugelassen im Straßenverkehr, aber zum Normalsitzen. Was ist das für ein Sitzplatz? Das ist ganz ein besonderer. Das ist mein Thron. So, jetzt sitze ich auf dem Thron. Was ist mein Thron? Mein Thron ist eigentlich eine Trockentrenntoilette. Was ein Trockentrenn-WC ist oder Toilette oder was, wisst ihr. Wenn nicht, habe ich eine Verlinkung oder ein Video oder oben irgendwie so. Ich habe über mein Trockentrenn-WC ein eigenes Video gemacht. Folgendes, es funktioniert aber so, das erzähle ich euch jetzt da. Mein Urin, die flüssige Schicht, wird nach unten abgeleitet durch, vielleicht zeigen wir das, da ist ein Absperrhahn, man macht den auf, die Flüssigkeit rinnt durch einen Schlauch nach unten in einen Kanister, man schüttet ein bisschen Wasser nach, man schließt es und es gibt keinen Geruch mehr in den Innenraum, weil was riecht im Innenraum? Hauptsächlich der Urin. Der Ammoniak, oder wie es, ich glaube, so heißt es.
der fängt einfach nach dem zweiten Tag an zum Riechen und ab und zu hat man nicht die Möglichkeit, das immer gleich auszuleeren. Und ich wollte keinen Kanister im Innenraum haben. Im Innenraum habe ich nur, das zeige ich euch danach, das ist einfach ein Behälter mit einem Plastiksackerl drin, mit ein bisschen Granulat. Das habe ich zwar noch nie verwendet, aber lieber haben und nicht brauchen, als wir brauchen und nicht haben. So, wir schwenken jetzt da zurück aufs Bedienteil. Bedienteil, Strom, dass ich vom Bett aus mein Handy laden kann, meinen kleinen Ventilator anstecken kann. Und das obere Bedienteil ist meine Luftheizung. Ja, ich habe zwar eine 8 kW Luftstandheizung, die ist da unten versteckt. Sie ist leider noch nicht ganz angeschlossen. Man ist nie fertig als Busausbauer. So schaut das Teil da unten aus. Ein kleines Tischl kann man hin und her schieben, wie man es braucht. Kann es auch wegnehmen, wenn man Platz braucht oder sonst irgendwas. Weil überall haben wir Staumöglichkeiten. Da haben wir Toilettengeschichten da hinten drinnen, was man so braucht. Mit Magneten gemacht. Magneten ist auch, ich finde Magnete super. Dann da oben was zum Ablegen, kleine Versteckgeschichten. Auch mit Magneten. Magnete, nicht Magneten. So, das hängen wir wieder ein. Und wir schauen jetzt zurück zum Bett. Wenn man sieht, am hinteren Bereich, das ist mein Rost, Plattenrost mit so Tellerfunktion. Super bequem. Da habe ich nur 10 cm Schaumstoffmatratzen drauf. Ich liege wie auf Wolken. Man glaubt es nicht. Für was ist das Brett? Das ist, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ich lege es einfach da drauf. Dann gibt es da einen Schaumstoff. Ja, tut es halt nicht mehr so bequem als wie da. Ja, es ist einfach mal so, ich habe nicht alles da mit denen ausbauen können. Aber ich habe die Tellern um mein Dachbett sozusagen auch nochmal. Die volle Fläche mit 1,95, da habe ich 2,05 Meter Liegefläche. Bequem für mich, reicht vollkommen aus. Da habe ich zum Beispiel für Küchengeschichte, also Induktionsplatten, noch nicht angeschlossen. Kommt da ein Wechselrichter einer. Die Stromgeschichte werden wir uns nachher noch anschauen. Das tun wir jetzt wieder weg. Und da unten sieht man ein bisschen was von meiner Outdoor-Küche, weil es gibt nichts Nervigeres, als wenn man Frühstück draußen und man muss wegen jedem Teil, was man da drinnen vergisst, immer ein und aus, ein und aus. Und so ziehe ich einfach die Küche von hinten raus. Habe eigentlich da drin mein Gebäck, mein Kaffee, mein Gasgrill, mein Bibabo, alles was ich so brauche. Geht da schnell, zack, ausgezogen, aber das zeige ich euch dann im hinteren Bereich, wie die Outdoor-Küche ausschaut. Habe ich da drinnen noch was zum Erzählen? Eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht. Ich zeige euch nur oben noch ein bisschen was vom Bett, wie das da oben ausschaut. Das war's dann. So, da, meine Leute, jetzt haben wir am hinteren Teil angelangt von meinem Bus. Da steckt da sehr viel Arbeit dahinter. Weil der ganze Bus ist innen drin eigentlich entstanden, ja, wie ist er entstanden? Also ich habe da ein Wassersystem. Ich habe da 100 Liter Wassertank von der Firma Bösel. Habe sehr günstig geschossen, wie Sie wissen, bin ich ein bisschen Schnäppchenjäger. Und von dem Tank aus ist eigentlich der ganze Bus gebaut worden. Weil den habe ich eingebaut, den habe ich super fixiert, weil 100 Liter Wasser muss gescheit fixiert sein. Weil bei einer Notbremsung kommt das hinten die entgegen. 100 Liter, 100 Kilo, schlagt da einfach das ganze Holz durch. Der ist sehr stabil an die Seitenwand fixiert. Ich habe da zum, fangen wir mal da an. Einfüllgeschicht, kennt jeder. Aber was passiert, wenn ich da Wasser reinlasse? Und ich wollte aber außen kein Loch bohren. Kann passieren, dass der Tank überläuft und man hat Wasser drinnen und Wasser drin. Jetzt habe ich mir einfach eine zweite Geschichte gemacht. Dieses Ding. Gardena-Anschluss, innen drin im Tank habe ich einfach einen Schwimmer von einem WC genommen. Also wenn der Schwimmer einen gewissen Stand erreicht, der Wasserpegel sozusagen, schaltet er ab und ich kann einfach weggehen vom Auto. Scheißegal. Da brauche ich nicht mehr drauf aufpassen. Ist mir schon mal passiert in meinem anderen Fahrzeug. Da habe ich das ganze Auto unter Wasser gesetzt, weil ich einfach weggegangen bin.
sollte man nicht machen. Da habe ich die Duscharmatur, einfach zum Anstöpeln. Ich habe nur Kaltwasser. Bis jetzt war ich im Winter noch nie unterwegs, deswegen nur Sommer. Und im Sommer, was braucht man da warmes Wasser? Das ist meiner Achtung ein Blödsinn. Das ist ein heißes Duscher, die sollen daheim bleiben, die brauchen nicht mit sowas durch die Gegend fahren, sage ich mal. Wie gesagt, anstecken, Knopf zum Drucken, hört man es, wir hören die Pumpen. Das ist einfach normale Saugpumpen, das ist eine Tauchpumpe, keine Druckpumpe. Weil bei einer Druckpumpe kann passieren, Undichtigkeit irgendwo, zack, Druckabfall, Pumpen schaltet ein, Auto ist überschwemmt. So schalte ich ein, schalte ich aus, habe ich auch den Knopf vorn bei der Spüle, wie ihr gesehen habt vorhin. Da kann man vielleicht, weiß nicht, ob man das sieht, da ist der Wassertank drinnen, wie gesagt 100 Liter. Geht über den Radkasten drüber. Da muss ich noch ein paar Sachen einbauen. Zum Beispiel ja, so kleine Fächer raus für Duschgel, Bibabo und tralala. Natürlich umweltfreundliches Duschgel, weil mit irgendwas anderes im Freien geht gar nicht. Ich habe da oben eine Schiene gemacht. Da gibt es ein eigenes Video, wo ich mir einen Duschvorhang gebaut habe für meine Außendusche. Und da kann ich irgendwo stehen, kann innen drin das Gewand ablegen, kann gemütlich duschen. Eine Traumgeschichte, wirklich eine Traumgeschichte. Es gibt zwar so eine Duschmarkisen-Geschichte von irgendeiner Firma, kostet 300 Euro, wenn man denkt, für was, dass ich im Außenbereich noch irgendwas habe, wo ich irgendwo einhackeln kann. Es reicht mein Sockmarkisen auf der Seite um, mehr brauche ich nicht. So, wie gesagt, einfüll, Auffahrkeile. Viele sagen, hey, du fährst ein Offroad-Gerät, musst du hinfassen, dann sicher eine Starner. Natürlich, aber es kann vorkommen, ich habe schon andere Leute mit den Keile ausgeholfen, wo wir keine Starner gefunden haben. Und was gibt es Schlimmeres, als wenn du irgendwie schlafst in einem Bett und dir rinnt das Blut im Kopf. Grauenhaft. Kann man nicht schlafen. Deswegen die Auffahrtskeile lieber haben und nicht brauchen. Also wir brauchen nicht haben, das ist mein Motto. So, das habt ihr schon mal gehört, glaube ich. So, wir gehen weiter. Stehen wir auf was sitze ich da die ganze Zeit eigentlich? Ja, das ist meine selbstgebaute Einstiegshilfe. Auch Schamel für da draußen, wenn ich, das kann man so runterklappen, kann ich da frühstücken. Brauche ich nicht extra irgendwas außer tun. Das ist ja ein Teil, das kann ich, wie gesagt, ein Schamel als Einstiegshilfe verwenden. Ich kann es als Hocker verwenden. Und wenn ich unterwegs bin, zwischen die zwei Sitz, lege ich das hin und ich kann Sachen rein verstauen, Getränke oder Handy oder sonst was, dass mir das nicht durch die Gegend fliegt. Also Multifunktion. Für mich sehr wichtig. So, dann hängen wir das mal ein bisschen weg. Das legen wir einfach weg. Nein, man legt es auf. Ja, passt schon. Wir kommen jetzt zur Außenküche. Wie ich schon gesagt habe, wichtig ist Außenküche. Wenn ich frühstücken möchte, möchte ich nicht immer reinspringen. Deswegen Schienensystem. Zum Rausziehen, fertig. Ist ein bisschen hoch zum Essen und ich habe die Schamerl da. Was mache ich? Ich habe da, das sind eigentlich Schienen für Schubläden, das da unterhalb reingebaut und kann das dort gemütlich ablegen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel frühstücken. Natürlich ist es ein bisschen hoch immer noch, aber es funktioniert. Zack, zurück rein. Dann habe ich von beiden Seiten das zu bedienen. Entweder da drüben, dass ich irgendwas rausnehme, oder drüben irgendwas rausnehme. Das sind die Euroboxen, 60, 40, verschiedenen Höhen. Da oben gehört der schmälere rein, für allen auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich habe den Bus eigentlich ausgeräumt, damit ich euch noch viel mehr zeigen kann, als wie manch andere. Man kann eben den Bus vollgeräumt bei einer Roomtour, dass man eigentlich gar nichts erkennen kann. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich meinen Bus ausgeräumt. Dass ich euch ein bisschen mehr zeige, ich brauche nichts verduschen. So, da. Oben kann er gemütlich stehen. Was schnipseln, was ablegen. Ja, das ist. Und ich kann es mit zwei Schrauben, was ich da fixiert habe, die ganze Kisten wegnehmen. Habe ich nachher unten nur das Brett, kann ich reinfahren und ich kann irgendwas durchladen. Stand-up-Paddle oder sonst irgendwas. Tue ich auch gerne im Sommer ein bisschen fahren. So, fahren wir wieder zurück rein. Ups. Ja, da muss schon reingeschoben werden.
So, und eine. Schnappt ein, passt. Die Einhandschicht kann ich euch auch verlinken, wenn ihr wollt. Was habe ich da oben? Tisch. Ich wollte alles so kompakt machen wie möglich und auch, dass alles seinen Platz hat und nicht viel Platz wegnimmt. Deswegen habe ich das da oben mit einer Schiene. Nach vor kann es nicht und nach hinten kann es auch nicht, weil die Tür eigentlich zu ist. Also Tisch habe ich oben. Da kann ich zum Beispiel, geht ein bisschen ausgesagt, gell? Ja, ja. Da habe ich normalerweise alles andere drinnen, Sesseln so aufgeschlichtet, kann ich alles Mögliche einstecken von hinten, was lang ist. War mir auch sehr wichtig. Deswegen habe ich das nachträglich eigentlich aufgeschnitten, das war jetzt erst zu. Ich habe gesagt, nein, nichts, ich will von hinten was belangen können, weil von der Seite komme ich gar nicht mehr dazu. Und da komme ich jetzt auf das zurück. Ich würde sehr viel anders machen, aber das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Aber das zeige ich euch noch bei einem anderen Video. Das muss jetzt nicht sein. So, Magnete natürlich. Zack, Stromversorger. War mir sehr wichtig. Ich bin einmal nach Griechenland gefahren, da hat das Stromversorgen überhaupt nicht funktioniert. Da ist meine Kühlbox immer auf Störung gelaufen und ich habe Angst gehabt, dass mein ganzes Essen kaputt wird. Deswegen habe ich mich sehr gut informiert, was für Batterie. Das blendet man euch jetzt ein, was für Batterie. Das ist die Firma Leontron. Habe ich gesponsert gekriegt von der Firma Batrios. Mache ich unten eine Verlinkung. Sehr sympathisch, sehr kompetent. Und die Batterie, die haltet wirklich, die kostet sein Geld, aber die funktioniert. 150 Amperestunden. Und die 150 Amperestunden kann ich bis zu 10% runter brauchen. Und von den 10% kann ich noch LED-Lichter immer noch gewisse Prozente verwenden, ohne dass die Batterie hin wird. Und ich habe 5000 Ladezyklen. Also was für eine Batterie hat 5000 Ladezyklen? Aber 100% Ladezyklen. Also wenn ich nur 50 ausbrauche und wieder 50 aufgeladen, ist noch nicht 100%. Dann rechnet er das beim nächsten Mal 50 ab, dass es 100% sind. Also 5000 Ladezyklen ist sehr lang. Hat einbaut, Batteriemanagementsystem, hat 4 Schrauben zum Aufschrauben. Sollte irgendwas defekt sein, kann man jedes Bauteil austauschen. Also da braucht es keine Angst haben, dass die ganze Batterie, ja, muss ich wieder wegschmeißen. Ist es nicht. Wie gesagt, Firma Leontron, unten die Verlinkung ist eine österreichische Firma, top. Familienbetrieb, kriegst du alles Mögliche an Batterien, von E-Bikes angefangen über Bipapo, tralala. Schaut auf die Homepage, nochmal danke an die Firma Leontron, Sponsor von der Batterie. Das andere, das ist dann alles selbst gekauft. Zum Beispiel die Victron-Geschichten. Ich habe hin und her überlegt, was nehme ich da. Und das ist eigentlich eine Qualitätsgeschichte, wo jeder eigentlich schwärmt. Ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Also wenn sich jeder darüber schwärmt oder sonst was, schaue ich selber genauso YouTube-Videos. Da habe ich einmal den Ladebooster. Das ist von der Lichtmaschine. Geht ein Kabel zurück. Warte mal, wie war das nochmal? Das ist schon eine Zeit lang her, aber ich glaube, da habe ich wieder ein Video. Müsst ihr auf meinen Kanal schauen, bitte. Das ist nicht direkt von der Lichtmaschine, sondern direkt von der Batterie, glaube ich, läuft das weg. Aber wie gesagt, wenn ihr das schnell mal wisst, schreibt mir das bitte in die Kommentare rein oder was. Weil natürlich, das Fahrzeug ist jetzt 4 Jahre, hat schon ein bisschen Gebrauchsspuren und ich habe auch manche Sachen vergessen, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare ein. Ich schaue, dass es so schnell wie möglich beantwortet. Da habe ich einmal den Solarregler, wie wir gesehen haben, am Dach oben. Habe ich ein Haushaltspanel, sehr groß. Hat, glaube ich, 360 Watt. Also der ladet genug da rein, was nachher auf Leontron. Also das System funktioniert. Das war mir wichtig. Und jetzt habe ich ja doch schon ein bisschen das durch das ganze Stromzeugs und könnte ich sagen, da brauche ich nichts mehr verbessern. Es funktioniert für mich. Wenn ein anderer sagt, ah, da musst du dieses und jenes machen, kannst du alles machen. Für mich muss es passen, ist mein Bus. Daneben Sicherungskosten, billige Geschichte. Und zwar Trennschalter. Weil ich möchte einmal, wenn ich sage, Ladebooster verfahren, brauche ich keinen Strom, wird abgeschalten. Wenn ich sage, ich will keinen Strom von der Solarpaneele, wird abgeschalten. Zack, aus. Es wird einfach kein Strom gefördert. Weil bei einer Lithium-Ionen-Batterie soll die Temperatur nicht zu tief sein, zu niedrig. Weil da sollte man es nicht laden. Dann macht man es erstens hin und zweitens lohnt sich gar nicht mehr so richtig. Was ich halt so mitgekriegt habe, also im Netz und das Ganze. Und deswegen, wenn ich sage,
dort machen, ist dort machen, zack, wird abgeschalten. Das ist ein bisschen eine lächerliche Geschichte, ja, ich weiß. Das ist nur ja, ein kleines Netzteil, für gerade einmal, dass ich einen Laptop anstecken kann oder meine Batterien von meiner Drohne aufladen kann. Für alles andere ist das nicht zu brauchen. Einfach nur so zum Anstecken, da hinten. Wie gesagt, für meinen Laptop reicht es, für die Drohnen aufladen reicht es. Aber für das Kochfeld, was ich da vorne was gesehen habt, für das reicht es natürlich nicht aus. Für das werden wir einen großen Wechselrichter noch zulegen. Da werden wir auch noch genau informieren, was für einen ich da verwenden werde, weil die Batterie, wie gesagt, und das ganze Strom ausreichend. Kann ich ruhig das betreiben, aber am liebsten tue ich halt draußen im Freien mit meinem kleinen Gaskocher mein Hemmendex machen oder sonst was. Oder was ich auch sehr gern mache, ist das, deswegen habt ihr auch das Grill auf dem Reifen gesehen, zeige ich euch noch einmal, wo es möglich ist, ein offenes Feuer zu machen, aber offenes Feuer mit Kopf. Das heißt, rundherum soll nichts Brennbares sein, wenn Feuerlöscher, ich habe einen Feuerlöscher mit. Das kann ich euch auch gut raten. Nehmt einen Feuerlöscher, mindestens 2 Kilo. Alles, was drunter ist, ist ein Spielzeug. Du kannst ihn gleich einmal ins Feuer reinschmeißen, also ob jetzt Motorbrand oder sonst irgendwas. Mindestens 2 Kilo oder mehr, sonst hat es keine Wirkung. Habe mir voriges Jahr 2 Stück gekauft. Einen für meinen PKW und einmal für da. Vielleicht tue ich den zweiten auch da einer. Voriges Jahr wäre es fast dazu gekommen, dass ich einen anderen lösche, aber da war schon ein anderer und hat das gelöscht. Der hat auch ein Motorrad angefahren zum Brennen auf einmal. Und der ist am Bannerstreifen gestanden und das Motorrad hat schön geraucht oder so. Wie gesagt, hat auch ein anderer schon gelöscht. So, das ist meine Stromgeschichte. Wir können kurz reinschauen. Ich habe das alles mit Magneten gemacht. Schaut furchtbar aus, aber im Innenbereich ist ja noch mal was. Ziehe ich mal an. So, das ist die Kabellage, die ganze Geschichte. Schauen wir mal. Und da unten habe ich ein Ladegerät, wenn ich mit Landstrom das aufladen möchte. Der kleinen Sicherungsgeschichten wird aber aufbessert. Da wird eine gescheite Sicherungsgeschichte eingemacht. Ja, das machen wir gleich wieder zu. Aber ich bin keiner, der was irgendwas verheimlicht oder sonst was. Ich zeige dir mein Fahrzeug oder euch zeige ich mein Fahrzeug, wie es ist. Was auch eine coole Idee von mir war, wo mir sogar ein Doktor angeschrieben hat, er möchte gerne wissen, wie das funktioniert, weil ich mache vom Bett aus meine Türen auf. Und seht ihr da irgendwo ein Schneuen oder einen Griff zum Aufmachen? Nein, seht ihr nicht. Weil normalerweise ist er auf eine gewisse Tiefe unten. So, da, was habe ich? Da schaut was oben drauf. Vielleicht sieht man ein bisschen. Ich habe den Seilzug, der was da hinten ist, da nach oben verlegt. Und das oben ist eigentlich von Trampolin, die Federspanner. Das ist ein Stift, weil da hört die bis da runter geht die Scheiben. Und so kann ich das auf- und zusperren. Auf und zu. Also wie gesagt, vom Bett aus kann ich auf- und zusperren. Die Vorhänge, was ich habe, habe ich mit Magneten. Zack, zack, zack. Kann sein, dass ich mir auch was anderes einfallen lasse. Als Bußausbauer ist man nie fertig. Und, was ich bei der Dusche vergessen zu sagen habe, heute gut. Das ist eigentlich, wo ich den Brausekopf draufstecke. Brausekopf, die kann man brausen. Da mache ich meistens so hinten drauf. Und die kann man brausen. Dann kannst du überall hinbiegen, wo du willst. Und wenn es auf die Seitenwand ist oder was, und du duschst dich auf der Seite ab, weil du scherst dich nicht das Duschzeug aufstecken und das Ganze. Aber wie gesagt, da kannst du auf ein Video zurückgreifen, wo ich das hergezeigt habe. Ja, es sind schon mittlerweile sehr viele Videos. Und deswegen ist es einmal Zeit geworden für eine gescheite Roomtour. Wie gesagt, von der Firma Filmworks. Solltet ihr sowas haben wollen, so ein geiles Roomtour oder ihr habt ein spezielles Fahrzeug, was ihr herzeigen möchtet. Sie machen gute Qualität an Videoaufnahmen, das wird ihr sehen. Oder ihr wollt ein Fahrzeug verkaufen, meldet euch bei Michi. Der kann euch beraten. Natürlich kostet es was, weil wir sind schon, ich glaube, fast 10 Stunden jetzt so dabei bei meinem Auto. 10 Stunden. 10 Stunden ist eine lange Zeit. So, das tun wir wieder zurück. Jetzt kommen wir auf die wichtigsten Sachen, was ein Camper braucht. Eine Axt für Holz machen. Eine Säge, wenn irgendwo Äst raussteht oder was. Das ist so, zack, rausgefahren. Fertig. Ganz wichtig, eine Schaufel. Wenn man sie irgendwo festfährt zum Ausschaufeln,
Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Notdürft hat, sollte man nicht das irgendwo hinmachen, die Notdürft, und dann ein bisschen mit Klopapier zudecken. Das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Deswegen bitte schön, macht euch ein Lächel, macht euch eine Geschichte in das Loch rein, nehmt die Schaufel, macht es wieder zu. Ist es felsig, legt halt ein paar Steine drauf, aber es müssen nicht überall die Schnecken herumliegen, das braucht keiner, auf keinen Fall. Nehm ein Gitter zum Grillen, da mache ich aber ein eigenes Video, das habe ich gesponsert gekriegt, mit einem Windschutz, Windfang oder was. Mache ein eigenes Video, vielleicht schaut derjenige eh zu, das Video kommt noch, das mache ich auf jeden Fall. Danke nochmal für den Griller. So, den hinteren Bereich sind wir so halbwegs fertig. Das Bett schauen wir uns dann an. Jetzt machen wir mal die Klappen zu, was da noch Gescheiteres ist. Wir haben da, wie gesagt, mein Grillgitter, schon ein bisschen rostig. Da werde ich mir jetzt aus Edelstahl was machen, eventuell mit meinem Logo drinnen. Es gibt sowas schon, was man über den Reifen drauf tut, aber das überzeugt mich nicht. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Und weil ich ein Tüftler bin, möchte ich das einfach speziell haben. Ja, vielleicht teste ich mal, vielleicht stellt mir jemand so einen Grill mal zur Verfügung zum Testen und zum Herzagen. Bin für alles offen. Also, oder irgendwas anderes zum Campen oder was. Könnt ihr mich damit unterstützen? Schickt mir das, schreibt es mir an oder was. Sagt es, Toni, probiert es aus. Sagt es ja, ist das was oder ist das Schrott? Wie gesagt, bei meinen Videos, ich sage die Wahrheit, wenn Schrott ist, ist es Schrott, fertig. Dann kommt es ins Müll, in den Müll. Aber da bin ich ganz offen und ehrlich. Derjenige, der was mit dem Schnorchel gemacht hat, hat mir auch die geile Konstruktion gemacht für den Radträger. Wichtig ist, Reserverad, gleiche Dimension, Alufelge, fertig. Ich habe 5 Stück gekauft von der Firma? Reifeneck. Genau, die Firma Reifeneck hat mir da geholfen. Die Sprinterradeln, Alufelgen, 16 Zoll, mit der richtigen Bereifung. Bereifung ist ganz wichtig, weil es die Traglast von 3,5 Tonnen Felge und Reifen muss es erreichen. Weil das ist ein Transporter für 3,5 Tonnen. Deswegen muss das ausreichend sein. Du kannst nicht was von einem PKW hernehmen, weil ein PKW hat keine 3,5 Tonnen. Geht nicht. Aber wichtig ist auch, dass wir eine gewisse Höhe haben, dass die Einsicht zu den Lichtern passen, links, rechts. Zuerst wollte ich das auch ein bisschen weiter unten haben, oder wegen Fenster und hin und her. Passt schon, ist so okay, ist ein bisschen höher oben verdeckt, ein bisschen das Fenster. Habe ich getönte Scheiben drinnen, kann ich rausschauen, aber kann reinschauen. Wir schauen auf die Seiten. Ein bisschen mit Logo, dass die Leute, was hinten nachfahren oder was, denken, ah, was ist das für ein Fahrzeug oder was? Steht also 4x4. Mit einem Sandblech. Das Sandblech ist ein ungarischer Hersteller. War günstig, war wirklich günstig. Ich habe es schon ein paar Mal verwendet. Das habe ich mir in Griechenland gefahren bin, am Sandboden hingelegt und habe mich drauf duscht. Also habe mich drauf gestellt und habe mich drauf duscht. Praktisch. Man steht nicht im Dreck. Für was anderes habe ich es noch nicht verwendet. Außer, das kann ich euch auch da sagen, wird einblendet, als Tisch. Das wird abgeklappt. Natürlich muss ich das noch ein bisschen perfektionieren. Ihr setzt da ein Seil auf der Seite. Da werden noch Gurte gemacht, dass ich das abklappen kann. Und ich habe auch die Halterung selber gemacht. Ich glaube, da gibt es auch ein Video. Könnt ihr zurückschauen. Ich habe da links, rechts fett Airline-Schienen aufgemacht, dass ich alles Mögliche aufmachen kann. Weil es ist ja alles, was du mit wenig Handgriff abmontieren kannst, ohne Werkzeug, ist es ja nur eine Ladung. Ich habe gesagt, das ist eine Ladung. Das ist nichts fix Verbautes auf dem Auto. Das ist in kürzester Zeit abbaut, ist Ladung. Natürlich, manche sagen, Verletzungsgefahr nein, also man kann sich verletzen unter die Reifen. Also. So, Fenster, natürlich, es sind Kunststofffenster, deswegen die schönen Kratzer, was wir da entlang haben. Ich habe genug Kratzer rundherum, aber es ist ein Fahrzeug. Ja, da kommt man einfach ein bisschen näher ans Grünzeugs. Das Grünzeugs macht einfach Riefen. Oder mit dem muss man leben. Ich glaube, ich bin am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr habt so lange durchgehalten. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video werden wird. Ich hoffe, lang genug. Und ich bedanke mich recht herzlich. Und wie gesagt, Fragen habt ihr, unten reinschreiben.
Wäre nett, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Ich werde noch viel bessere Geschichten bringen, noch viel besser. Noch besser geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Aber ich werde noch viel mehr Geschichten bringen, auch von Messen, Offroad-Messen und Bibabo und tralala. Mein Kanal wird explodieren, es wird noch viel mehr kommen von mir. Also es zahlt sich aus, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke auf alle. Also ich bedanke mich recht herzlich, euer ATG. Wir sehen uns. Bis bald.